Er hat über 400 CDs aufgenommen. Er hat als Profi-Schlagzeuger mit Kylie Minogue und sogar Robbie Williams gespielt. Und jetzt trommelt er für uns mit dem 9-jährigen Emil. 1, 2, 3, 4. So sieht es aus, wenn der Weltklasse-Schlagzeuger Thomas Lang sein Instrument bearbeitet. Und so, wenn Emil die Sticks tanzen lässt. Er nimmt seit 3 Jahren einmal wöchentlich an der Josef Matthias Hauer Musikschule Schlagzeugunterricht. Warum das dem 9-Jährigen so viel Spaß macht, ist ganz klar. Ich mag das Instrument, weil es so schön laut ist. Mein Papa sagt immer, ich soll üben und halt, ich muss dann die Türen zumachen, weil sonst ist es so laut. In Wiener Neustadt macht Emils Idol Thomas das, was er schon mit über 100 Bands live getan hat. Trommeln, was das Zeug hält. Der Profi unterrichtet hier 3 Tage lang 12 wissbegierige Drummer, also Schlagzeuger. Und Emil will natürlich mitmachen. Hey Emil, wie geht's dir? High five. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich zu uns setzen und ein bisschen mitspielen? Mhm. Ja, das wäre super. Emil, probier mal das. Versuch mal das. Genauso. Emil ist ein Naturtalent. Die Stunde ist nicht schwierig. Du spielst auf meinem Schlagzeug, Emil. Und ich spiele auf deinem, okay? Mhm. Ein Standardtakt auf der Basstrommel und der kleinen Trommel ist für Emil ein Kinderspiel. So, kannst du sowas? Mhm, ja. Probier mal den. Ja, ganz genau der. Ich schätze mich auf dein Schlagzeug. Thomas staunt nicht schlecht. Du machst das ziemlich gut. Eine wichtige Sache fehlt, das weißt du noch nicht, aber es ist ganz wichtig, wenn man Schlagzeug spielt, man muss immer mit dem Kopf so mitwippen. Das macht ihn gleich zu einem noch besseren Drummer. Die Tipps des Profis findet der Jungschlagzeuger super. Besonders beeindruckt hat Emil aber auch das Instrument mit der 8-fachen Fußmaschine. Das Schlagzeug von Thomas ist so cool, weil es so viele Pedale hat und viele Trommeln. Beim kniffligen Sticktricks üben hat Emil Gelegenheit, dem Profimusiker persönliche Fragen zu stellen. Seit wann spielst du eigentlich Schlagzeug? Ich spiele seit meinem 4. Lebensjahr. Mein Bruder hat einen Pfeil und Bogen gehabt und ich habe einfach seine Pfeile von dem Pfeil und Bogen gestohlen, habe die auseinandergebrochen in der Mitte und habe 2 kurze Stöcke gehabt. Und mit denen habe ich angefangen herumzutrommeln auf allen möglichen Töpfen und Pfannen und meine Mutter so lang genervt, bis sie gesagt hat, okay, jetzt nehmen wir Schlagzeugunterricht und hat mich zum Lehrer geschickt. Schlagzeug spielen könnt ihr euch entweder selbst beibringen oder Unterricht nehmen und dann an einer Musikhochschule studieren. Die wichtigsten Voraussetzungen? Talent, Fleiß, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Okay. Also jetzt fangen wir mal an, ganz einfach, um zu lernen, die 4 Gliedmaßen ein bisschen unabhängig zu bewegen. Spiel mal, hau mal einfach mit deiner rechten Hand auf den Schenkel, mach rechts, links und dann Stampf, rechts und dann Stampf, links. Wer so schnell trommelt, kann schon mal aus dem Takt kommen. Ist dir schon mal ein Hoppala auf der Bühne passiert? Ein Hoppala auf der Bühne? Oh ja, mir passieren dauernd Hoppalas auf der Bühne. Ich glaube, das passiert jedem Musiker. Mir sind schon viele passiert und das kommt auch immer wieder vor. Ich bin zum Beispiel schon mal auf einer Bühne eingebrochen. Aber die schlimmsten Hoppalas sind die, wenn man die Musik vergisst, wenn man vergisst, was man spielen soll. Weil da ist man immer selber schuld und das ist immer am peinlichsten. Heute ist aber alles wie am Schnürchen gelaufen. Nach seinem Treffen mit Thomas wird Emil in Zukunft wohl noch ein Stück lauter trommeln. Super!